eines Tages im Teletubbyland. Dipsy hatte ein Geschenk. Ein Geschenk. Dipsy, Geschenk. Dipsy hat ein Geschenk. Dipsy hat ein Geschenk. Dipsy hat ein Geschenk. Guck mal, ein Geschenk. Geschenk. Dipsy wollte das Geschenk auspacken. Geschenk. Dipsy hat ein Geschenk. Geschenk. Dipsy hat ein Geschenk. Geschenk. Dipsy hat ein Geschenk. Was ist das? Es war ein Knallbonbon. Oh, Knallbonbon? Knallbonbon. Dipsy hat einen Knallbonbon. Dipsy war sehr zufrieden mit seinem Geschenk. Knallbonbon. Dipsy hat einen Knallbonbon. Knallbonbon. Dipsy hat einen Knallbonbon. Dipsy sah sich nach jemandem um, der an dem Knallbonbon zieht. An dem Knallbonbon zieht? Dipsy hat einen Knallbonbon. Dipsy bat Lala, mit ihm den Knallbonbon auseinanderzuziehen. Oh. Zieht Lala mit am Knallbonbon? Ja! So. Dipsy und Lala zogen so sehr sie konnten. Aber Dipsy und Lala waren nicht stark genug, um das Knallbonbon auseinanderzuziehen. Dipsy und Lala nicht stark genug. Also sahen sie sich nach jemandem um, der ihnen hilft. Dipsy und Lala baten Tinky Winky, am Knallbonbon mitzuziehen.
Siehst du mit am Knallbonbon? Ja! Ja! Guck! Dipsy, Lala und Tinky Winky zogen so sehr sie konnten. Nochmal! Aber Tinky Winky, Dipsy und Lala waren nicht stark genug, um das Knallbonbon auseinanderzuziehen. Tinky Winky, Dipsy und Lala waren nicht stark genug. Also sahen sie sich nach jemandem um, der ihnen helfen könnte. Tinky Winky, au Dipsy, au Lala. Au Po. Tinky Winky, Dipsy und Lala baten Po, am Knallbonbon mitzuziehen. Siehst du mit am Knallbonbon? Ja. Ja! Dipsy und Lala und Tinky Winky und Po zogen so sehr sie konnten. Wisst ihr, was passierte? Nein. Die Teletubbies fanden das Knallbonbon ganz toll. Die Teletubbies haben sich sehr lieb. Tubbies schmusen.